Team Vorwärts in verschiedenen Kategorien. Wie gesagt, Qualifying zum Burnout Contest. Der beste Burnout wird dann prämiert in verschiedenen Klassen. Und wir starten mit dem Nesca, mit der Enkelin Opel Calibra Motor zum Burnout Contest. Aus jeder Kategorie, die beiden besten Fahrzeuge treten dann nochmal gegeneinander an. Und die Ente ist nicht nur schnell, die kann auch richtig Gummi wieder auf die Straße zaubern, richtig fallen. So, ich glaube, hier sieht auch nichts mehr in seiner Ente, in seinem Nesca. So, auf jeden Fall gibt es erstmal für das Nesca-Team einen riesen Applaus. Ja.